Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein kleiner Trick. Es ist nicht ganz ein Glitch, es ist eher mehr ein Trick. Und zwar, wie ihr den Polizeichopper bekommen könnt, falls ihr ihn noch nicht habt, so wie ich. Dafür braucht ihr natürlich ein paar von diesen Kisten hier. Die Kisten des Mechanikers, die bekommt ihr aus der Tankstelle. Oder eventuell von den Bossen, die jetzt hier im Update 1.10.3 dazugekommen sind. Die Menge macht's, desto mehr ihr habt, desto besser, desto weniger eher schlecht, weil dann müsst ihr das Ganze sehr oft wiederholen, bis der Polizeichopper zufällig gedroppt wird. Als erstes öffnet ihr eure Kisten und schaut, was ihr so bekommt. Wenn der Polizeichopper nicht dabei ist, dann müsst ihr natürlich erstmal schauen, dass euer Konto angemeldet ist. Also es müsste trennen dastehen, wenn es angemeldet ist. Dann geht ihr zu den Einstellungen, zu LDOE, zu dem Speicher und auf Daten löschen. Dann geht ihr wieder zurück, öffnet das Spiel erneut und meldet euch neu an. Das Ganze kann man so oft machen, wie ihr das wollt, beziehungsweise bis ihr den Polizeichopper dann habt. Und ja, dann werden wir mal schauen, ob jetzt vielleicht in der zweiten Runde was dabei ist. Und falls nicht, werde ich dann das vielleicht noch ein paar Mal probieren. Im Endeffekt würdet ihr dann aber auch ein bisschen, ich muss mal kurz einen Cut machen. Also im Endeffekt braucht das Ganze ein bisschen Zeit. Ihr seht gerade, ich muss mich hier neu anmelden. Spielvorschritt wiederherstellen. 1740. Dann verbindet ihr euch neu und wenn ihr alles richtig gemacht habt, so wie ich es hier gezeigt habe, sollten normalerweise eure Anzahl an diesen Kisten vom Mechaniker wieder da sein, noch nicht geöffnet. Und dann habt ihr sozusagen unendlich Versuche, beziehungsweise unendlich Chancen, auch, ich muss mal kurz hier ausmachen, auch den Polizeichopper zu bekommen. Er ist nicht dabei, wir haben diesmal ein Reparaturkit. Wir haben hier einen Bauplan, zwei Baupläne fürs Militärfahrzeug und fürs Offroad-Motorrad. Ein ganzes Mal mache ich das noch für euch, um das nochmal ein bisschen zu demonstrieren. Wie gesagt, in die Einstellungen von LDOE, dann auf Speicher und Daten löschen. Ganz wichtig, wie ich schon sagte, euer Konto muss angemeldet sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann verliert ihr euren Account. Das ist ganz wichtig, dass der angemeldet ist. Und dann startet ihr das Spiel neu, meldet euch wieder an und dann könnt ihr das Ganze noch einmal öffnen. So, das Ganze könnt ihr so oft machen, bis ihr den Polizeichopper habt. Das könnte sehr mühsam werden, wenn ihr nur 3 Packen habt oder nur 4 oder 5 Pakete. Ich habe jetzt 10, da könnte das ein wenig zügiger gehen. Aber mit 1 oder 2 ist es nicht ganz unmöglich, nur es dauert dann wirklich sehr, sehr lange. Und die Musik ist schon wieder an, das kann ich gar nicht leiden. Ihr seht, sie sind wieder ungeöffnet. Wir können hier wieder neu öffnen und schauen, ob wir eventuell den Polizeichopper bekommen. Es ist wieder mal nichts Besonderes dabei und so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, dieser kleine Trick. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr keine Tipps, Tricks, Glitch und sonst irgendwas auf meinem Kanal rund um LDOE verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.